Yo Leute und damit herzlich willkommen zu einer Servervorstellung von dem Server Xenoxcraft. So Leute, hier sind wir auch in-game. Und zwar sind wir hier auf dem Xenoxcraft Server, wie schon gesagt. Das ist hier so ein Minigames, Freebuild und so weiter Server. Die Ränge sind jetzt noch um 50% reduziert. Kann ich euch jetzt mal zeigen. Bab Ränge. So, also hier jetzt nicht so. Also hier sind nur die YouTuber. Auf jeden Fall. Hier, dann könnt ihr auch / VIP machen. Dann kommt ihr hier zu VIP. Das werde ich hier jetzt nicht die ganze Zeit, also ich werde hier jetzt nicht die ganze Zeit bleiben, weil ich es schnell machen muss und es ist gerade knapp 9 Uhr. Ja, auf jeden Fall checken wir uns mal kurz die Warps durch. Beispiel Warp, Baum, Farm. Für Freebuild habe ich eigentlich schon so gut wie, ach, die kann ich abbauen, ups. Dann für Freebuild habe ich so gut schon wie unendlich Sachen wegen Elite. Und ja. Auf jeden Fall ist der Server jetzt noch nicht so besonders groß, deswegen stelle ich ihn jetzt auch hier mal kurz vor. Auf jeden Fall könnt ihr hier halt zum Beispiel in den Warp Nether gehen. Ups, es leckt gerade ein bisschen. Vielleicht gerade auch noch. So. So, okay, dann kann ich hier nicht im Game Mode. Ab hier. Also hier betrete ich jetzt die Wildnis und bekomme Schaden. Was ich jetzt nicht will. Also gehen wir jetzt zurück zum Spawn. Und ja, dann zum Beispiel in Warp Freebuild. Das ist hier einfach so Freebuild. Ich, also hier geht's, sollen Rechte, also Freunde sollen Rechte haben, nutze Unlock, danach Lock und Name. Und ja, dann gibt's hier noch Freestone Sword. Dann könnt ihr hier farmen gehen. Ich kann hier zum Beispiel in den Kreativmodus. Und ja, auf jeden Fall. Was ist jetzt eigentlich auch schon, wenn ihr drauf kommt, dann müsst ihr euch natürlich erst mit Register und dann euer Passwort einloggen. Und ja, also der Owner ist auch, also sein Skype-Name und sein Channel ist auch in der Beschreibung, weil ihr könnt bei ihm diese Ränge jetzt kaufen. Ausbauen kann ich jetzt hier zum Beispiel auch Gamut und ich kann mich natürlich auch nicken. Oha, Alter, das ist, habe ich hier noch nicht gesehen. Oha. Also ich denke, das ist jetzt das Verabschiedungszeichen, Leute. Wenn euch diese Servervorstellung gefallen hat, dann würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Lasst ein Like da, schaut auch mal bei dem Owner vorbei und ciao.